Die CES 2016 in Las Vegas ist bereits wieder Geschichte. Gezeigt wurde eine Vielzahl an technologischen Neuheiten für den Heimgebrauch. Interessant ist, dass die organisierende Gesellschaft ihren Namen geändert hat. Sie heißt nicht mehr Consumer Electronics Association, sondern Consumer Technology Association. Es geht also nicht mehr nur um Heimelektronik, sondern generell um Technologie, wie beispielsweise Roboter oder als ein großes Thema die Virtual Reality. Gezeigt wurde auch der neue Trend der 3D-Drucker. 3D-Drucker gibt es bald für jede Anwendung und für jedes Alter. So sollen sie auch, wenn es nach diesem chinesischen Hersteller geht, bereits in der Schule eingesetzt werden. Sie werden aber auch verwendet in der Industrie, um Produkte auszudrucken. Als Beispiel wurde hier ein Kopfhörer gezeigt. Ein Thema mit großer Anziehungskraft waren die Drohnen, die es in verschiedener Ausführung und Größe gibt. Beliebte Anwendung ist die Fotografie oder die Videoaufnahme, sei es für Fotografen oder in der Industrie für Vermessungen zum Beispiel. Es gibt auch Drohnen, die einen selbst verfolgen, aufgrund der Daten, die das Smartphone aussendet. Neu ist der selbstfliegende Helikopter. Er nimmt Passagiere auf, aber braucht keinen Piloten, das heißt, es braucht auch keine Lizenz. Chevrolet hat ein Elektroauto vorgestellt, das 200 Meilen mit einer Akkuladung läuft. Es soll noch dieses Jahr in Produktion gehen. Elektronisch ist auch die Gesundheit geworden, sei es mit Fitnessgeräten oder in der Ernährung. Wer es nicht ganz so anstrengend mag, der kann sich diese Jacke kaufen. Sie massiert einem am Schultergürtel. Über eine App kann man steuern, welche Stelle jetzt massiert werden soll, wenn man etwa zu lange am Computer gesessen hat. Selbstverständlich gab es an der CES auch Fernseher zu bewundern. Standard in der Ausführung war 4K und HDR. Es sind alles Großbildschirme mit Smart-Funktionen, die also auch Inhalte aus dem Internet zeigen können. Zudem sind sie verbunden mit Haushaltsapparaten, die sie steuern können, wie etwa eine Waschmaschine, einen Thermostaten oder ein Garagentor.